Jetzt, meine Damen und Herren, geht es hier Schlag auf Schlag weiter. Und zwar mit einem jungen Mann, der sehr erfolgreich in die DTM eingestartet ist. Letztes Wochenende leider etwas frühzeitig das Rennen verlassen musste. Warum? Das wird er uns heute hier im ARD Sportclub erklären. Hier ist Ralf Schumacher. Und, seid ihr euch eben noch über den Weg gelaufen? Ja, ich kenne ihn schon von vorher. Echt? Ja. Von deinem Bruder höchstwahrscheinlich. Treffen wir uns immer zu Hause. Echt, bei euch zu Hause? Ja, ja, klar. Und weswegen ist er dann da? Ja, Beratung. Oder klaut er Bananen? Ja, jetzt nicht mehr. Sind unter Verschluss. Ja. Man hat ja heute schon wieder so viel gelesen, Wahnsinn. Wollt ihr wirklich 80.000 Euro von der Putzfrau haben? Ach so, ich habe das gar nicht gelesen. Wo stand das denn? Ach, in einer kleinen Boulevardzeitung, wirklich? Die hier regional ausgeteilt wird. Nein, nein, ich denke einfach, dass es darum geht, mal Ruhe zu haben. Aber ich denke, das ist ein laufendes Verfahren, deshalb werde ich mich dazu nicht. Ja, da wollen wir gar nicht zuhören, da haltet ihr euch echt ja raus. Ja. Ansonsten, jetzt endlich DTM. Ja. Ja, ist auch gut, oder nicht, oder? Na, macht eine Menge Freude. Jetzt außer am Wochenende, wie du gerade schon gesagt hast, ist mir das Talent kurzfristig ausgegangen. Komisch. Ja. Sehr, sehr guter Satz. Talent kurzfristig ausgegangen. Kenn ich. Ja. Ja, und, aber sonst, was? Du bist jetzt einmal, wie viel da bist du geworden bisher? Ich glaube, einmal Zehnter, ja. Naja gut, ich meine, es klappt eigentlich ganz gut. Dieses Jahr, sage ich mal, mit den Gebrauchtfahrzeugen haben wir es nicht ganz so leicht, aber... Das finde ich auch super. Die waren so geil von Mercedes auf dich, dass sie gesagt haben, komm, gib dem erstmal einen Gebrauchten vom letzten Jahr. Ja, ist ja kein Wunder. Man hat es ja am Wochenende gesehen, ich mache ja gleich kaputt. Also besser gebraucht und dann irgendwann... Ja, du könntest dir doch einen neuen leisten, oder nicht? Wenn die Fahrschule hinter mir habe, nein, Spaß beiseite. Ich glaube, das ist wirklich einfach ein ganz anderes Segment und da muss ich mich noch ein bisschen, ja... zurechtfinden. Und dann, glaube ich, hat man einfach mit dem Gebrauchtfahrzeug nicht ganz so viel Druck. Man kann den einen oder anderen Achtungserfolg sicherlich einfahren. Aber klar, nach außen wirkt das vielleicht nicht immer ganz so optimal, wenn man die Plätze sieht, 10., 13. Einfach noch ein bisschen Geduld haben, dann schauen wir auch weiter. Das kennen wir ja von Toyota. Ne? Und Ja, aber wie ist es, wenn man sozusagen aus der Formel 1 in die DTM kommt, sind dann die Kollegen erstmal so ein bisschen, dass sie so ein bisschen schnippisch sind und sagen, ach, hier, guck mal an, Formel 1, ja. Da ist er ja. Gibt es da so eine gewisse Schadenfreude? Nein, überhaupt nicht. Sind ja auch viele, die man von der Formel 1 schon kennt von früher, oder nicht? Ist das nicht so ein Weg, wo man sagt, also... Das war Mika Häkking, Heinz-Harald Frenzen. Das waren die einzigen beiden. Und Jean Alesi nicht zu vergessen. Jean Alesi, wie konnte ich den vergessen? Ja. Nein, aber die sind ja jetzt schon weg. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nein, ich bin eigentlich mit offenen Armen empfangen worden von allen. Ob das Mercedes-Kollegen sind oder auch Audi. Also es hat bis jetzt eigentlich nur Spaß gemacht. Ja. Was ist das eigentlich für ein Auto, das Poldi, und du hast ja auch dieser irre Audi, deine ist nicht getuned, mit 530 PS... Ist das nicht für jemand, der gerade den Führerschein gemacht hat, eine unglaubliche Zahl, die gar nicht zu beherrschen ist? Ich meine, Poldi hat doch noch nicht so lange, das letzte war, dass er hier beim Park and Ride im Erftkreis ein bisschen geschrammt hat, was man gelesen hat. Und jetzt 530 PS. Wie sind denn 530 PS für einen Fahranfänger zu beherrschen? Ja, ich hoffe am Anfang etwas vorsichtiger und auch unter Anleitung. Und im besten Fall macht man auch ein Fahrsicherheitstraining. Dann hat man das eigentlich recht gut, dank guter Technik heutzutage mit den ganzen Stabilitätskontrollen und so weiter. Recht flott im Griff. Man muss natürlich schon ein bisschen vorausschauender fahren, wenn man dann mal die PS etwas ausnutzen sollte. Ja, ja. Ja, ja. Da, wo es erlaubt ist. Ne? Meine Lieblingsstrecke AA3 Frankfurt, Köln, da ist ein bisschen hügelig und so. Hinten raus gibt es ein Passfoto in Heumer, muss man ein bisschen aufpassen. Zielfoto. Passfoto in Zielfoto, ja, ja. Muss man aufpassen, ist eine teuerste Blitzanlage Deutschlands. Ja. Ja, 3,5 Millionen. Aber er weiß das ja, wie das funktioniert. Er hat sich ja schon mal im Rennauto versucht. War auch nicht ganz so optimal, auch Talent ausgegangen. Aber Mini-Challenge. Für mich war nur das Ziel, vor deiner Frau zu sein. Das hat geklappt beide Male. Ja, aber die hat ja auch wahrscheinlich einen Platten, oder? Die musste wahrscheinlich. Ach so, Reifen, ja, ja. Die musste wahrscheinlich. Ja, 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 klar. Nicht wahrscheinlich. Ja. Ja. Mini-Challenge. Mini-Challenge. Ja.
Sehr, sehr gute Rennserie. Ja. Ja. Und wie geht's jetzt weiter? Wie viele Rennen sind es? Ich glaube, 10 oder so noch? Es sind insgesamt 11. 3 haben wir jetzt hinter uns. Und das nächste findet ja dann schon bald am Lausitzring statt, kommendes Wochenende. Auch bei ARD. Ja, klar, wir haben uns das gesichert. Absolut. Und gibt es so insgeheim so ein bisschen die Hoffnung, dass man wieder zurückgeht in die Formel 1? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wie man ja gesehen hat, die letzten 2 Jahre waren eher suboptimal, wenn ich das so sagen darf. Speziell das letzte. Und es hat mir nicht mehr so viel Freude gemacht. Und deshalb habe ich die Entscheidung recht bald getroffen, schon in dem Jahr eigentlich, dass ich aufhöre. Sollte sich mal was ergeben, wovon eigentlich aber nicht auszugehen ist, weil die Formel-1-Welt wartet auf niemanden, wo man etwas weiter vorne mitfahren könnte, würde ich mir das nochmal überlegen. Aber ansonsten muss ich sagen, habe ich jetzt viel Freude an der DTM. Und das gehe ich jetzt erstmal an, dann schauen wir weiter. Ja. Und für uns der Vorteil, bei uns im Ersten wird es hier übertragen. Komplett? Ja, Formel 1 ist ja gar nicht unser Sender. Also ich meine jetzt der Sender, bei dem wir auch arbeiten dürfen. Naja, ja. Da kann der Zwegert da hingehen zu so einem Rennen. DTM ist ja viel geiler. So. Ja, ist auch gut. Und Mini-Challenge heißt dieses Rennen, wo du gefahren bist. Was ist das für ein Rennen, wo du gegen Frauen fährst? Ich meine, das ist so... Cora war, glaube ich, die Einzige, die da mitgefahren ist. Das ist da kann man auch, darf man auch als Prominenter mal ran, fährt aber auch 220 und knallt ordentlich. Mhm. Und das ist hervorragend, das muss ich wirklich sagen, als Rennfahrer. Man fährt irgendwo in die Leitplanke rein, die Leute freuen sich noch, dass sie was zu tun haben. Sensationell, es ist nicht dein Auto, also besser geht nicht. Das möchte ich hier gerne auch mal eine A3 haben. Ja. Knallst da rein, danke, hier ist der nächste. Nächstes Rennen am Wochenende am Lausitzring. Jawohl. Ja. Also immer nicht toll. Dieses Wochen, sondern ja. Ne, ja, also nach Pfingsten, weil jetzt ja, ist genau. Natürlich, wird der Lausitzring wahrscheinlich privat genutzt am Wochenende. Von vielen, die mal zeigen wollen, was da drin steckt. Ja, im Ralf Schumacher, viel Erfolg weiterhin und wir freuen uns immer über den Besuch. Das war schon insgesamt das 7. Mal hier, sozusagen durch alle Phasen der Karriere. Und bei uns, meiner. Nicht bei dir. Ja. Und du kennst das ja von der Mini-Challenge. Wieso eigentlich Mini? Weil das Auto, von Rover rausgebracht wurde, Mini heißt. Wie, du fährst damit so Minis? Ja. Mit Minis fährst du Autorennen? Ja. Ja, weil so aufgemotzte Minis, auch so 220 PS und sowas. Das kommt. Naja. Also, schöne Grüße an Max Mosley, wenn ihr euch seht. Und bis die Tage. Ja, Ralf Schumacher. Ralf Schumacher. Ja.